Ich wage die Aussage, das ist noch nie auf irgendeiner Bühne passiert. Hier bin ich mir ganz sicher noch nicht. Die absurdeste Aktion, die ich, glaube ich, seit langem mitgemacht habe. Und ich habe schon viel Quatsch in 17 Jahren. Nichts, was jetzt hier gleich in diesem Bus passiert, verlässt diese Gruppe an Menschen bis nach Philipps Vortrag. Da wird alles natürlich aufgelöst. Drei Tage mit einer Brotdose im Hotelzimmer rumgelaufen. 50.000 Euro in der Tasche. Vielen Dank. Und du genug Geld hast für dich und die nächsten Generationen, dann stellst du dir irgendwann die Frage im Leben, warum bist du hier? Was ist der Grund, der dich antreibt? Das ist mein Warum im Leben geworden. Und wisst ihr was? Ihr könnt an diesen zwei Tagen das wundervollste Wissen mitnehmen. Aber es hilft euch nichts, wenn ihr nicht zu Hause anfangt zu laufen. Und deswegen habe ich etwas ganz, ganz, ganz Verrücktes getan. Und jetzt wird auch jeder verstehen, warum wir es bisher nicht kommuniziert haben. Ich habe 50.000 Euro mitgebracht. 100 unserer Mitglieder haben jeder 500 Euro in der Hand. Diese 500 Euro werden wir gleich an euch verschenken, jeder. 50.000. Wartet mal. Was wollt ihr mit dem Geld machen? Warum freut ihr euch schon? Du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, du nimmst die 50 Euro und genießt den Tag. Alles Geld, was ihr heute an den Stand bringt, werde ich für Viva Con Aqua verdoppeln. Das ist Variante 2. Ich möchte, dass endlich der Letzte in diesem Raum versteht, dass das kein fucking Marketing-Gag ist. Ich habe 50.000 Euro in die Hand genommen, um euch heute in Bewegung zu bringen, und zwar für euer eigenes Leben. Weil ihr seid unglaublich privilegiert. Ihr könnt halt zwei Tage hier auf diesem Event verbringen. Die meisten von euch sind gesund. Ihr könnt euch Eintrittskarten kaufen. Was glaubst du, wird raus aus der Nummer? Oh, ich bin total gespannt. Ich habe auch nicht geglaubt, dass ich vor so vielen Menschen auf der Bühne zwischendurch heule. Aber ich bin mega gespannt. Ich hoffe, dass es mehr als 50.000 werden natürlich, weil das wäre ja nur unser Geld zurückbringen. Mein persönliches Ziel ist mindestens 100.000, aber we will see. Jetzt geht's zum Stand, direkt, und auf geht's. Gab noch nie eine Schlange zum Spenden. Das fand ich sehr einzigartig, euer komplettes Team, das quasi jeden Einzelnen abgefeiert hat. Ne? So viel Spaß an Spenden noch nie gemacht. Wahnsinn, hoch emotional. Es ist so mega, dass ihr alle hier seid. Unglaublich, es ist so unglaublich. Guckt euch das mal an. Ich schätze 125.000. We will see. Ich bin heute. Und da kommen nochmal 70 Euro. 110. 110 Euro. Geil. Fan. Philipp, lös es auf. Ich löse es gerne auf, aber ich will einmal sagen, was Micha seit Jahren für Viva Con Aqua macht, das ist so unglaublich. Und ich freue mich, dass ich ihm heute einen Scheck überreichen darf, den ihr ermöglicht habt. Und ich war mit meinem Tipp tiefer, das muss ich gestehen. Und ich drehe den Scheck jetzt mal direkt um und dann könnt ihr euch selbst feiern. Ich glaube, ich habe noch was vergessen. Kleiner Moment, warte mal. Ich bin ein bisschen schlecht mit Zahlen. Vielleicht übernimmst du den schon mal. Ich habe das ein bisschen durcheinander gebracht. Ihr habt alleine 104.000 zusammengebracht und hey, der absolute Wahnsinn!
Das sind 21 Brunnen in Äthiopien. Über 20.000 Menschen, die den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Also mehr Menschen, die jetzt gerade in der Halle seid. Ihr seid die Geilsten. Vielen Dank an Philipp Miller und vor allem an die ganzen Creator-Community. Nur Liebe. Liebe Son Agba. Das, was ihr uns in den letzten 5 Stunden am Stand geschenkt habt, hat Micha gesagt, und ich zitiere ihn jetzt, das ist die größte Summe, die bei Viva Con Agba je zusammengekommen ist. Warte. Es haben noch nie hunderte von Menschen an einem Stand gestanden, um zu warten, dass sie spenden dürfen. Und es wurde noch nie jeder einzelne Schein so gefeiert. Ich liebe euch. Danke. Na, hat dich das überrascht? Mich auf jeden Fall richtig doll. Und wenn du wissen möchtest, was wir sonst machen, komm einfach auf unsere Webseite pjmüller.de.